Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Zentrum für Yoga aus Unterfranken, aus meinem Yoga-Videostudio sozusagen. Ihr seht hinten der rote Swami Kaspalananda, der chillt noch ein bisschen. Ja, es ist heute ziemlich warm. Und heute geht es um die Ängste, der achte Teil, Ängste, Mut und Vertrauen von dieser Serie. Könnt ihr alle auf YouTube anschauen, kostenfrei. Und heute geht es um die Angst, die genutzt wird, um Kohle zu scheffeln. Nun, ich kenne es selber mit zwei Kindern. Man geht zum Arzt. Es geht um die Untersuchung. Die muss man ja tun. Und dann geht es immer ganz am Ende um die Impfung. Und anstatt dass die Ärzte den Menschen, die Eltern, aufklären von beiden Seiten, wird immer nur einseitig aufgeklärt und Fakt ist, es wird Angst gemacht. Sie brauchen, weil ihr Kind sonst, wenn sie nicht, dann Punkt, Punkt, Punkt. In einer von so und so vielen Fällen gibt es dann eine Meningitis und dann gibt es eine Lähmung und dann gibt es dies und dann gibt es das. Mehr hört man nicht. Wenn man sagt nein, dann ist man ein Rabenvater, eine Rabenmutter, wie man so sagt, unverantwortlich. Nun, es wird Angst gemacht. Es wird nicht neutral aufgeklärt. Bei Krebserkrankungen dasselbe. Sie brauchen sonst. Es wird nicht erzählt, Sie brauchen mal eine naturheilkundliche Begleittherapie. Sie brauchen dies, Sie brauchen das. Sie brauchen mehr Freizeit, weniger Stress. Sie brauchen dies. Sie haben ein seelisches Thema. Nein, der Krebs muss rausgeschnitten werden, weil sonst. Punkt, 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 könnte, wenn, de, de, date, des, de, date, du, de, date. Und was bleibt Menschen, die sowieso schon etwas ängstlich sind, angeschlagen sind durch die Erkrankung? Was bleibt diesen Menschen übrig? Nun, man hat natürlich die Wahl, aber wenn man so, eh schon, Herr Doktor, Sie wissen alles. Sie haben es ja gelernt, wenn Sie sagen, ich brauche, oh Gott, dann darf ich ja gar nicht Nein sagen. Weil wenn was passiert, dann bin ich schuld und so weiter. Das heißt, mit Angst wird Geld gemacht. Ohne Ende. Wenn Sie nicht, dann. Wenn Sie nichts für das Alter zurücklegen, dann haben Sie nichts. Nun. Mittlerweile hört man, dass Rentner in Grundsicherung gehen, weil sie keine Rente mehr kriegen, beziehungsweise das, was sie kriegen, nicht von leben können. Vielleicht 40 Jahre gearbeitet, ständig einbezahlt, man kriegt nichts. Und dann wird trotzdem gesagt, sie brauchen, wenn sie nicht, dann. Und es wird nur Angst geschürt. Und wie gesagt, viele Menschen haben Angst. In einem anderen Bericht habe ich gehört, dass die häufigste Ursache dafür ist, dass Menschen zum Arzt gehen, sind Ängste. Nun. Und wenn man unsicher ist, kein Vertrauen hat, keinen Mut hat, Nein zu sagen, nein, ich will das nicht, nein, lassen Sie mich in Ruhe, nein, ich schaffe das selber. Nein, ich gehe zum Heilpraktiker. Nein, ich lasse dies nicht machen. Dann. Ja, und wir haben es die letzten Jahre gesehen, gefühlt, gespürt manche. Was passiert, wenn man Nein sagt? Wenn man diese Ängste nicht ernst nimmt? Sprich, keine Angst davor hat, schon sich die Ängste anhört, die Aussagen, aber dann selbst reflektiert abwägt,
Nein, ich übernehme die Verantwortung, ich mache das nicht. Ich übernehme die Verantwortung für mein Kind und impfe es zum Beispiel nicht. Oder ich impfe nur dies, das und das, den Rest nicht. Aber wie viele Menschen machen das wirklich? Sind noch nicht so viele. Weil eben die Angst immer noch überhand nimmt. Und wenn es an finanzielle Krisen geht und so, dann wird die Angst noch mehr gesundheitlich, wenn sie nicht dann. Wo ist das eigene Körpergefühl geblieben? Was ist zum Beispiel bei Bluthochdruck? Da wird es genau umgedreht gemacht. Ja, ist gefährlich, da brauchen Sie Medikamente. Aber niemand erzählt, was die Medikamente anrichten. Weil zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Das heißt, wenn man nicht fragt, interessiert es den gar nicht. Wie viele Ärzte klären auf, was es für Nebenwirkungen dieser Medikation gibt? Keine Ahnung. Wäre mal interessant zu wissen. Und so wird mit Angst Geld gemacht. Jede Menge Geld. Und Menschen, wie gesagt, die eh schon ängstlich sind, unsicher sind, kein Urvertrauen haben aus der Kindheit, und das sind viele. Wo soll das hinführen? Und so wird man dann gemacht, was andere wollen, statt dass man sagt, nein, lass mich. Und hier ist ganz viel Bedarf, wieder mehr Mut, Vertrauen zu entwickeln durch Übung. Es geht nur durch Übung, durch Lebensveränderung. Wie in den anderen Videos schon erzählt, über die Ängste, weil sonst geht es immer so weiter. Man lässt sich das Leben von anderen Menschen diktieren, ohne Grund. Wie ist es beim Autofahren? Da sagt keiner, hey, wenn Sie zu schnell fahren, dann bauen Sie einen Unfall. Wen interessiert es? Wie viele interessiert es wirklich? Gut, es gibt ein paar Sonntagsfahrer, die zu langsam fahren. Ist auch nicht gut. Aber wie viele machen das? Ich bin viel auf der Autobahn unterwegs und wie manche fahren, es ist ein Graus. Wo wird da Angst gemacht? Da verdient man nichts. Wenn Sie. Oder beim Alkohol. Wenn Sie Alkohol trinken, dann vergiften Sie sich. Wie viele Ärzte sagen das? In welcher Werbung wird das erzählt? Rauchen. Schädigt ihre Gesundheit, es steht sogar drauf, aber es interessiert gar keinen, weil man damit Geld verdient. Ja. Und das ist das Problem. Und der Mensch hat verlernt, selbst abzuwägen, was für ihn gut ist und was nicht gut ist. Natürlich wissen wir einiges nicht, klar, aber in Sachen Gesundheit, Wohlbefinden, es gibt einen gesunden Menschenverstand, es gibt ein Herz, es gibt ein Bauchgefühl, es gibt eine Intuition, die viel weiß, aber ebenso langsam verkümmert und hier müssen wir wieder mehr ins Vertrauen kommen durch eben Übungen. Gibt vielerlei dieser Dinge. Im Yoga geht es immer zum Beispiel nur um Vertrauen, um Mut, damit die Ängste weniger werden und dass man dann beginnt, sein eigenes Leben zu leben. Ja. Und so ist mit den Ängsten so wie ein Spiel. Bei Alkohol, Rauchen, naja, schädigt ihr Gefäß, aber es wird nicht so aufgebauscht von Medizinern zum Beispiel, weil es auch die Menschen nicht so interessiert. Wenn jeder Mediziner den Menschen sagen würde, sie rauchen, das ist gefährlich, dann kommt er nimmer. Und auf der anderen Seite, bei Erkrankungen, wo man andere Möglichkeiten hätte, da wird so viel Brimborium gemacht. Sie brauchen, wenn sie nicht, wird erzählt, wo Dinge, die man gar nicht braucht, vermittelt werden. So wie ein Verkäufer, der erzählt, also das brauchen sie, und dann manche kaufen das dann halt.
Ja, und darum geht es um Geld, weil wenn jemand sagt, dieses Mittel wäre wirklich gut, dann wird es jeder freiwillig nehmen. Aber das will man eben nicht. Man will nicht Medikamente freiwillig nehmen. Der normale Körper mag nicht so viele Impfungen, wie empfohlen werden. Vielleicht ein oder andere natürlich. Das ist nicht die Diskussion, sondern es wird gleich, sie brauchen alles, fünffach, zehnfach, 20-fach Impfung, wenn dann. Ein vertrauenswürdiger Arzt würde sagen, das brauchen Sie wirklich, das brauchen Sie nicht. Und der Patient könnte vertrauen. Aber wenn die Menschen eh schon ein bisschen zweifeln, dann muss es mit mehr Druck gemacht werden. Sie brauchen, weil sonst, wenn dann. Ja, das Geschäft mit der Angst. Mit den ganzen Versicherungen ist es genauso. Wie ich es eben bei den Videos über Ängste beschrieben habe, Sie brauchen dies, jenes, welches, wenn es hagelt, wenn es regnet, wenn der Blitz einschlägt, wenn eine Kuh vom Himmel aufs Dach fliegt und das Dach dann kaputt geht, dann brauchen Sie unbedingt. Und alles, was man wirklich unbedingt braucht, ist meist nicht so gut, was in den Medien so oder von Vertretern erzählt wird. Denn die wollen ja auch was verkaufen. Sie müssen das anlegen, jenes anlegen. Aber es ist so oft eben Geschäft. Und wenn man stabil ist, kann man das meiste, natürlich nicht alles, man weiß nicht alles, das meiste in einem guten, gesunden Gewissen abwägen. Mache ich oder mache ich nicht? So viel zum Thema Ängste, der achte Teil. Und ich sage wieder mal Danke. Teilt die Videos, wenn ihr Menschen kennt, die Ängste haben, oder die ganze Playlist. Und dann hören sehen wir uns bald wieder vom Zentrum für Yoga aus Unterfranken und einen wunderbaren Abend. Ciao, ciao.